Ja, hallo und willkommen zum neuen Let's Play Janna's Sister Twisted Dreams. Ich würde mal sagen, wir machen hier gleich mal weiter mit dem nächsten Level. Ja, euch wird auch vielleicht aufgefallen sein, dass die Qualität nur noch auf 720p geht. Das liegt einfach daran, weil die Zeit, das Video zu komprimieren, einfach zu lange dauert. Sorry. Oh, nicht runterfallen. Süß. Okay. Schauen wir, was es hier gibt. Okay. Gibt es da bestimmt einen Trick, um da raufzukommen? Ah. Scheiße. Wenn man mal rumspielt. So. Hey, da war gar nichts. So ein Mist umsonst umgebracht. Wow, laufen, 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 laufen. Ah, das ist ein lustiges Spiel. Ja, schön. Oh, was gibt's da oben? Kisten schieben. Aha. Aber erstmal gucken wir hier ein bisschen rum. Ob es hier noch was gibt. Bestimmt, aber ich werde bestimmt die Hälfte auslassen. Komm, ich kann das bestimmt besser ab. Hier ist auch eine relativ kurze Strecke anscheinend. Also vielleicht hätte ein etwas kleinerer Weg ist auch gereicht. Was ist er denn gewesen? Okay. Wieso geht das nicht? Ups. So, mal springen und nach oben drücken. Na, doch nicht so, nach oben drücken. Gamepad. So. Ja, geklappt. Oh. Was ist hier meine Oldline da? Fliegendes. Okay. Gucken, wo man da rankommt. Ja, so. Problem gelöst. Schauen wir mal, was es hier Schickes gibt. Okay. Jawohl! Oh, bist du da? Oh, nein, nein! Gerade so hinbekommen. Schön! Ich musste ja nach unten. Stimmt, ja. Ja, ich erinnere nochmal, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, es gab die Möglichkeit, normalerweise switcht man mit den RT-Tasten hin und her zwischen den Welten. Unterschiedliche Fähigkeiten. Und das Ding ist, wenn ich jetzt hier der Giana normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel die Taste nach, also den oberen der Schaltknöpfe benutze, dann macht die einen Sprung und wechselt auch automatisch. Beziehungsweise wenn ich hier mit ihr den linkeren Knopf drücke, also bei mir ist es die 1, ich weiß nicht, welcher Knopf das bei euch ist, dann, ups, dann wechselt sie auch automatisch, ohne dass ich hier die RT-Taste benutze. Ne, das war nicht richtig. Also geht das runterspringen oder so? Okay. Ja, das war ja klar. Mist, das war jetzt doof. Nochmal. So war das nicht gedacht. Quatsch. Also ich wechsle auf sie. Springe. Nochmal.
Mr. Eule. Nein! Scheiße. Das ist das große Problem, was ich meinte. Dass man sehr, sehr viele Tasten hat. Und dementsprechend auch sehr auf sich verdrückt. Na, das war doch gut. Wie gesagt, sehr geile Musik. Macht wirklich Spaß, das Spiel. Was gibt's hier unten? Gibt's ein Secret? Oh. Aha, was ist, gibt's denn hier? Gibt's doch schon auch was. Jawohl, da ist doch was. Ich frage jetzt bloß, wie man da rankommt. Ich sehe schon die ersten kommen. Oh, jetzt habe ich schon 10 andere Let's Plays gesehen, wie das geht. Schön, ich nicht. Ich gucke im Regelfall vielleicht 1-2 Let's Plays an, wenn überhaupt. Ich will es ja selber spielen. Beziehungsweise nachkommentieren macht halt nicht so viel Spaß wie, wie halt selber spielen in dem Moment. Also nachkommentieren, ne? Also, ne, es ist, ist geile Arbeit, aber das Problem ist, es ist einfach sau anstrengend. Ich könnte dir vorstellen, wie doof es ist, wenn man mal so 2-3 Stunden nachkommentieren muss. Du sitzt also vor einem Video, was mir eh schon 2 Stunden aufgenommen hat, und kommentiert das nochmal nach. Okay, was kommt jetzt? Da oben darf man nicht gegenhüpfen. Oh. Oh, hätte ich doch machen können. Mann, Jungs, warum bastelt ihr denn da oben ein Schild dran, dass man nicht gegenhüpft? Oh, ups, warum bastelt ihr denn da oben ein Schild dran, dass man nicht gegenhüpfen kann? Wenn man es denn doch macht. Ah, nochmal. Jetzt aber. Ach, Mist. Komm, hüpf. Fisch. Mann. Oh, Mann. Und ich mach mir einen Kopf. Ach, Scheiße. Das ist ärgerlich. Geschafft. Kleine Giana. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein. Oh. Puh. Klassisch verdrückt. So, ganz viele blaue Diamanten noch einsammeln. Böse, keine Diamanten, sind Edelsteine? Keine Ahnung. So genau habe ich die Spielbeschreibung auch schon wieder nicht gelesen. Was gibt's hier Schönes? Ups. Ach, das reicht nicht aus. Doch nicht da. Mann. Manchmal wird man so künstlich hochgesetzt. Also hier gibt es ja wirklich viel zu holen. Muss ich ja mal so sagen. Ah, okay, da kann man schon was triggern. Nee, so nicht. Klack. Nee, kann man nicht. Ich dachte, kann man die Kiste irgendwie raufschieben oder mit irgendeinem Trick, aber dem war nicht so. Dann bleib doch da. Stimmt, geht's hier runter auch noch was suchen, oder? Okay, mal gucken. Jawohl. Na, komm.
Und wieder drücken. Mann, die Kleine hat auch schwer zu schuften. Kann ich das auch runterschubsen? Bringt das was? Ha. Gucken wir mal. Gibt es bestimmt irgendeinen Trick wieder. Und jetzt? Dahin? Gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt bis an diese Stelle. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal nach, würde ich sagen. Ich sehe schon die ersten wieder schreien. Da ist doch gar nichts. Vom Kackbuden. So. Und hoch. Und hoch. Was machst du denn, Giana? Giana, was machst du denn? Gucken wir mal nach. Ich sehe schon, komm, das ist bestimmt voll unnötig, was ich hier gerade mache. So, oder auch nicht? Nein, oh, fast. Oh, mein Gott. Und jetzt, Jungs und Mädchen. Puh. Oh. Nein. Verdammt. So, nochmal probieren. Mann. So, jetzt aber. Ach, ich hoffe. Okay, wo bin ich hier gelandet? So. Hat das überhaupt Sinn dazu holen? Stimmt. Ha. Okay, hier geht's nicht weiter. Verschieben. Okay. Oh, kommt, das war doch gemein. Dass er da auf die Form geht. Ach, oh, komm, wieso geht denn der aus die Form raus plötzlich? Ah, Mensch. Ärgerlich. Noch irgendwas? Irgendein Geheimfach? Komm her. Oh, bleib stehen. Puh. Lass mal probieren, die Kiste mitzuschleppen. Ich sag einfach mal ja. Und der Typ geht mir ganz schön auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen, wird das bestimmt die ganze Zeit hinterherlaufen. Und irgendwann erwischt er mich bestimmt. Cheap, Mädchen, cheap. Übrigens, was mir so nebenbei einfällt, ich habe das auch schon so ein bisschen in den Beschreibungen erwähnt, was ich auch gar nicht wusste vorab, seitdem es quasi eine Neuentwicklung von dem Spiel gab, das Spiel wurde nur so erfolgreich eigentlich, also hauptsächlich sehr erfolgreich aus dem Grund, weil es von Nintendo, so nochmal, das, ich erzähl jetzt mal hier so in Ruhe, weil sonst kann man nicht konzentrieren, jetzt aber.
Das Spiel Giana Sisters damals auf dem C64 war so erfolgreich aus dem Grund, weil es verboten wurde von Nintendo, ne? Lizenzprobleme und so, weil es halt sehr Mario-ähnlich war. Und ja, aus dem Grund wurde es verboten und gerade aus diesem Verbotsinteresse wurde das Spiel so oft kopiert, verkauft etc. Frag mich nicht, wie die Geld verdienen konnten. Ich weiß auch gar nicht, ob die damit illegal Verkäufe meinten oder Kopien quasi oder. Ja, auf jeden Fall aus dem Grund wurde es halt richtig berühmt durch dieses Verbot damals und Spiele von Giana Sisters kosten aktuell so 100 bis 200 Euro. Die Originalen für den C64 zum Beispiel. Amiga, weiß ich gar nicht, ob es auf dem Amiga rauskam, ich glaube nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Letzte Boote, oder? Hm. Oh, Mädchen? Nein! Nein! Ärgerlich. Ah, verdammt. So, probieren wir es nochmal. Okay. Oh. Wie geht das jetzt? Ach, Mann. Wie kommt man denn da hoch? Wo kommt das hier rauf irgendwie? Ne, die Kiste kriegt er nicht rüber. Oder kriegt die da runter geschoben? Kommt die da runter geschoben? Da muss ja die ganze Kiste den kompletten Weg nochmal neu schieben, wird. Ne, da hat ein Glück, dass das nicht geht. Der hätte ich ja von ganz unten in die Kiste schieben müssen. Der hätte hier mal gar keine Lust drauf gehabt. Ne, irgendwie. Wie geht denn das? Ne. Ne. Ups, fast. Ja, so in die Richtung und dennoch weiter. Aber hier fehlt doch irgendwie was. Ich muss doch hier noch eine Stufe höher kommen. Hm. Also besser geht's nicht. Also beschissener kann man hier runterfallen. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, damit ich euch nicht zu Tode langweile, machen wir an der Stunde gleich, mal einen Cut. Also kein Cut in dem Sinne, sondern ein Cut im Sinne, dass ich jetzt hier. Ah, das wird jetzt mal gleich das Level normal weitermachen. Ohne so viel Scheiße. Das kommen wir hier nie durch. So, nochmal. Ups. Hm, die Steuerung ist wirklich manchmal so ein bisschen ein Hindernis. So, nochmal jetzt. Spring. Oh, nicht seitlich. Controller, nicht seitlich. Nochmal. Springen, hochdrücken und rüber. Oh, jawohl. Aber wie geht's denn hier weiter? Na, da nicht. Ach. Jetzt sollte ich mir wirklich einen Controller kosten, ein bisschen mehr kostet wie 15 Euro. Ah. Oder der nur so vier Tasten hat, wo man nicht so schräg laufen kann. Weil die meisten Spiele, die ich spiele, keine schrägen Dinger brauchen. Oder beherrschen. Mann. Schon wieder schräg. Drückt nur nach oben oder macht immer schräg. Mal. Zack. Jetzt aber. So. Da hier irgendwas? Zum Bescheißen. So. Ah. Mmh. Alles klar. Oh Mann, und ich stelle mich an, der letzte Mensch. Oh, verfolgt mich dazu. Oh, ist ein cooler Bug. Ich jetzt so hin und her switche, denn verfolgt er mich nicht. Gut. Also im Endeffekt kann ich mir jetzt diese Knochenkram gespart von eben gerade.
Mensch, die Kleine stöhnt aber auch. Ach Mann, und ich versuche da so hochzupfen. Was ein Aufwand. Und dabei war die Lösung so einfach. Wie immer bei diesen Rätsel. Ich hasse Rätsel. So jetzt aber. Easy going. Jawohl. Okay, wenn man es weiß. Jetzt gebe ich alles einfach. Ist jetzt hier Todesfalle? Okay, kann man sich ducken? Ja. Oh, ich hab nach unten gedrückt und er ist gelaufen. So, nochmal. Ach, komm. Also wenn jetzt demnächst nochmal ein 2D-Spiel rauskommt. Und das 2D-Spiel benötigt wieder ein Gamepad. Dann werde ich mir wohl ein neues kaufen. Ein neues Super Nintendo Gamepad am besten, wie gesagt, wo es keine schrägen Tasten gibt. Drückt er nach unten? Ich hab nach unten gedrückt und er lief einfach. Mann. Ärgerlich. Ärgerlich. Vielleicht hätte das Problem ja. Wenn man nach unten drückt, dass er dann plötzlich so, immer so ein Millimeter nach links kommt oder nach rechts kommt. Dass er das nicht so richtig checkt. Drücken, drücken! Ich hab doch noch unten gedrückt, aber er wollte wieder nicht. Okay, nochmal jetzt. Klack. Und früher. Und Treffer sogar. Psa. Rauf auf die Plattform. Ich werd zum Tier, ey. Klappt einfach nicht. So. Muss doch klappen. So, jetzt aber. Ducken und rüber. Diana, du schaffst es. Ich glaube, das ist ein Plattform zum Raufspringen sogar. Ja. Oh Mann, war wieder so einfach eigentlich. Oh Mann, ich bin gar nicht gelaufen. Wie geht's denn da weiter? Ja, ich weiß noch beim letzten Video, wo ich mich ein bisschen mich aufgeregt hatte, dass etwas zu einfach ist, aber ich hätte mal lieber nichts sagen sollen, glaube ich. Was kommt davon wieder, wenn man so einen großen Mund hat hier? Hier rüber? Voll. Okay, hat geklappt. Geht's hier unten auch noch weiter? Komm ich da runter irgendwie? Nee. Oh, das war jetzt auch verdammt knapp. So. Was gibt's jetzt hier? Ja, das Level ist zu Ende. 27 Mal gestorben. Das ist ja peinlich. Oh Mann. Ihr habt's wahrscheinlich alle gleich beim ersten Mal geschafft, aber beim dritten Mal, aber. Gut, versucht mal nebenbei noch zu sprechen. Gar nicht so einfach. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut hier, damit ich das Video noch vernünftig schneiden kann, weil alles über 25, 30 Minuten wird echt scheiße lange bei YouTube dauern hochzuladen.
Und dann sehen wir uns im nächsten Level, die Amethystmine, beim nächsten Let's Play. Tschüssi!